Also, guten Abend, Preis rein. Und lass uns mal klatschen für die Online-Gemeinde, die zugeschaltet hat jetzt. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir schlagen mal auf zum Lukas-Evangelium Kapitel 6. Lukas Kapitel 6. Meine Botschaft, ich habe ein bisschen hin und her gedacht und mit mir gerungen, aber meine Botschaft heute Abend, die heißt trotzdem, ja, Jesus, Wirtschaft und Geld. Denn ich stelle fest, dass Christen, vor allem junge Christen, oft verwirrt sind von bestimmten Aussagen Jesu und die verabsolutieren. Weißt du, du musst aber die Aussagen Jesu, die er macht, die dürfst du nicht einzeln hernehmen und dann isolieren, sondern du musst es im Gesamttext, im Kontext anschauen, beziehungsweise musst mal alles sagen, was Jesus zu einem Thema gesagt hat. Okay, wir kennen vielleicht Lukas Kapitel 6, Vers 30. Ich lese einfach mal ab, Vers 27 anzulesen, weil das ärgert und verwirrt schon viele, diese Worte Jesu. Lukas Kapitel 6, 27. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, die euch beleidigen. Schau, das sind alles Dinge, die konterintuitiv sind. Wenn dich jemand beleidigt, dann bist du auf jeden Fall nicht unbedingt jetzt geneigt, das sofort in der Gebet für den auszubrechen. Oder? Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere da. Spätestens da machen viele so, ja? Völlig unmöglich. Und gib dem, der dir den Mantel nimmt, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Und Vers 30 jetzt. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Ich habe diesen Vers mal im Hinterkopf gehabt, als ich in Indien gelandet bin. Indien, es war Nacht, wir sind in Indien gelandet und dann kommst du aus dem Flughafen raus und sofort trifft dich natürlich die schwülheiße Luft dort und noch was, sofort bist du umgeben von einem Schwarm von Bettelkindern und hinter den Bettelkindern dann die Erwachsenenbettler und die stehen dich alle an und halten die Hand auf. Und ich habe mir dann gedacht, Jesus sagt doch, Lukas Kapitel 6, Vers 30, gib jedem, der dich bittet. Wenn ich da jetzt anfange, jedem zu geben, der mich bittet, dann komme ich hier nie weg. Weil da gibt es immer mehr, da kommen dann immer mehr, die mich auch noch bitten. Und zum Schluss habe ich alles, was ich habe, weggegeben und dann kann ich mich einreihen und kann auch so machen. Ja? So, versteht ihr, man kann diesen Vers verabsolutieren. Man kann sagen, wir sollen alles weggeben. Stimmt das? Ich lese es nochmal vor, nur dass es erkennt. Es heißt wirklich hier, gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Also in anderen Worten, plündert mich aus, Leute, plündert mich aus. Kann Jesus das gemeint haben? Manche sind sich nicht ganz sicher, gell? Manche sitzen ganz ruhig da und schauen. Es ist nicht das Einzige, was Jesus sagt. Er sagt vielmehr auch in Lukas Kapitel 12, Vers 39, war Kapitel weiter, dort sagt er, wenn der Hausherr gewusst hätte, ist dasselbe Jesus, der hier spricht, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben wird. Also einmal sagt Jesus, gib jedem, der dich bittet, und dann sagt er, verteidige dein Haus. Und erlaube nicht, dass es da durchgegraben wird. Aber jetzt tun wir langsam, wenn ein Räuber kommt und von mir verlangt, dass ich ihm was gebe, dann soll ich ihm doch was geben. Also wir haben hier zwei Aussagen von Jesus, die scheinbar das Gegenteil sagen. Einmal, gib alles weg und im nächsten Moment, wenn einer was von dir will, dann schützt deinen Besitz. Ich meine, steht doch da. Ja, ich lese es nochmal. Wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so hätte er gewacht. Und nicht erlaubt, dass ein Haus durchgraben wird. In anderen Worten, dann hätte er dem einen auf die Finger gehauen, dem Dieb, und hätte gesagt, hey, mit mir nicht, Freundchen. Und hätte ihn rausgeworfen. Der hätte ihm nicht alles gegeben. Hätte er mal die Gelegenheit gehabt, ihm alles zu geben, jetzt macht er da genau das Gegenteil. So, wir stellen also fest, Jesus kann das, was er in Lukas Kapitel 6, Vers 30 gesagt hat, nicht wörtlich gemeint haben, oder zumindest nicht so gesagt, dass es auf jede Situation trifft, sondern man muss da ein bisschen schauen. Okay, situationsabhängig. Und von welcher Situation, das zeige ich euch jetzt im nächsten Vers. Wir sind jetzt wieder bei Lukas Kapitel 6.
Also Jesus sagt, wenn dich einer watscht, dann halt ihm die andere Backe auch noch hin. Wenn einer den Mantel von dir will, dann gib ihm auch das Unterkleid. Wenn der Nachbar kommt und den Rasenmäher von dir will, dann gib ihm auch gleich noch den Trimmer. Und der Schlüssel zu diesen Versen, der steht in Vers 31. Und wie ihr wollt, dass die Menschen euch tun sollen, so tut ihr ihnen ebenso. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Du sollst mit dem anderen so umgehen, wie du selber behandelt werden willst. Also, wenn einer kommt und zu dir sagt, hey Nachbar, leih mir den, oder ich drücke es mal anders aus. Wenn du möchtest, dass dein Nachbar dir den Rasenmäher leiht, dann sei auch du bereit, dem deinen Rasenmäher zu leihen. Oder was immer der halt dann von dir will. Merkt er da jetzt ein bisschen, merkt er, wie das langsam aber sicher Gesicht bekommt? Ein bisschen Sinn ergibt und nicht so beliebig ist, so, jo, kannst alles von mir haben. Wir stellen fest, wenn du, nochmal, wenn du möchtest, dass, wenn du einem auf die Backe haust, dass der dir dann die andere hinhält. In anderen Worten, wenn du streitsüchtig bist, oder wenn du anfängst zu streiten und du möchtest, dass der andere den Streit beruhigt, okay, und nicht eskalieren lässt, dann sei auch du jemand, der nicht eskalieren lässt. Versteht ihr mich, was ich meine? Richtig. So verstehen wir das nämlich dann ein bisschen besser. Liebt eure Feinde. Wenn du möchtest, dass du geliebt wirst, dann lieb du andere. Sogar deine Feinde. Wenn du willst, dass zum Schluss deine Feinde dich lieben, dann lieb sie. Vielleicht brichst du ja das Eis. Vielleicht kann man ja doch was mit ihnen anfangen. Vielleicht schlägt doch noch irgendwie hinter dieser Visage ein menschliches Herz. Ja, hinter dieser Schlägervisage. Könnte ja sein. Also okay, gut. Und dann natürlich die berühmt-berüchtigten Verse hier. Lukas Kapitel 2, Vers 44. Alle gläubig gewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie haben ihre Habe verkauft und haben es an die Bedürftigen verteilt. Das klingt doch wie Utopia. Das klingt doch wie eine Sternstunde des Sozialismus. Okay, sie haben alles gemeinsam gehabt. Alles gemeinsam. Stell dir das mal vor. Der Nachbar, der leiht sich von dir den Rasenmäher und dann bringt er ihn geputzt und vollgetankt wieder zurück. So waren die drauf. Aber wir halten mal fest, Leute, das war freiwillig. Niemand hat sie dazu gezwungen. Stimmt das? Ja. Die haben nicht erst alles dem Staat gegeben und der Staat hat es dann weiter verteilt, sondern die haben das freiwillig gemacht und dann haben die das entsprechend eben verteilt. Aber jetzt passt mal auf. Schau, das ist auch nicht alles. Dieses kommunale Utopia hier, das ist auch nicht das Letzte, was Gott hier sagt. Also die haben wirklich an die Bedürftigen verteilt, die haben ihre Sachen verkauft und an die Bedürftigen verteilt. Sehr, sehr edel, sehr, sehr großmütig, ganz, ganz wunderbar. Aber es steht auch noch was in der Bibel, zum Beispiel im 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 10. Da heißt es, wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Merkt ihr was? Einerseits haben sie alles gemeinsam gehabt und haben jedem, wie es gebraucht hat, vorausgeteilt. Aber das kam nicht alles einfach so. Da konnte sich nicht einfach jeder bedienen, wie er das gewollt hat. Sondern da wurde immer noch auf Ordnung geachtet. Und wer nicht arbeiten wollte, der hat auch nicht essen dürfen. Also arbeiten ist immer noch wichtig. Nicht nur auf Umverteilen, ja, jeder bekam nach seinem Bedürfnis, nicht nur mit dem Blechnapf warten, dass hier mir jemand was austeilt, sondern arbeiten dafür. Gut. So, halten wir mal fest. Habe jetzt zwei wichtige Unklarheiten möglicherweise schon beseitigt. Okay, weil viele denken, wie mache ich das nur? Ich soll alles weggeben, aber das will ich nicht, das kann ich nicht. Das ist auch gar nicht so gemeint. Es ist vielmehr so gemeint, was du willst, dass man dir tut, das füge du auch anderen zu. Das ist gemeint. Nicht, dass du dich arm geben sollst, sondern dass du anderen gegenüber so sein sollst, wie du möchtest, dass andere dir gegenüber sind. Amen. Okay, Jesus, Wirtschaft und Geld. Oh Mann, ein weites Feld. Es gibt nämlich viele, viele Christen auch, die ernsthafte Probleme haben, mit Gelderwerb, in dem Sinn, also jetzt nicht unbedingt, dass sie faul wären oder so oder nicht arbeiten wollten, sondern dass Reichtum oder Gewinnstreben ein Odium hat, dass es stinkt. Ja, dass sie sagen, ach, das ist doch ganz schlecht. Ich möchte noch auf eine Frage eingehen,
oder auf eine Sache, die immer wieder kommt, die immer wieder regelmäßig, alle, jeden Monat wenigstens einmal irgendwie auftaucht. Und es ist doch das, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel geht. Also bloß nicht reich sein. Bloß die Frage ist dann, wo fängt reich an? Ja? Müssen wir mal schauen, weil zum Schluss bist du reich und kommst nicht in den Himmel, stell dir das mal vor. Und denkst, bist arm. Naja. Zunächst einmal Folgendes. Im 5. Mose Kapitel 8, Vers 18, da erklären sich schon mal viele Sachen. Da heißt es nämlich, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, sag mal Kraft, Vermögen zu schaffen. Sag mal Vermögen, schaffen. Wenn du dir einen Apfelbaum vorstellst, und wir haben hier hinter mir, also das Bild hier, das ist ein gesegnetes Feld. Wir haben da einen Baum, der gerade blüht, da kann man jetzt noch nicht sehen, was der für Früchte trägt, aber eines Tages wird er das machen. Wir haben hier ein wirklich gesegnetes Feld, das ist ja Korn. Und ich sage euch mal, das muss ein Feld Gottes sein. Wisst ihr warum? Weil ich einfach mich nicht mir vorstellen kann, wie der Traktor den Berg darauf kam. Und dann da wieder runter, ohne umzukippen oder so. Also das ist nur möglich, dieses Feld zu beackern mit dem Segen des Herrn. Okay. Aber es ist ein gesegnetes Feld, da wächst was drauf. Jetzt müssen wir bloß noch für die Gnade Gottes beten, dass sie das dann auch ernten können, ohne abzustürzen. Naja, auf jeden Fall sieht es ganz gut aus. Schau, die Sache ist die. Ein Apfelbaum. Ein Apfelbaum steht da, ist voller Blüten. Und dann summen die Bienchen und die Hummelchen und so. Und zum Schluss ist es dann so, dass die Äpfel anfangen zu wachsen. Und Äpfel wachsen, zumindest auf unserem Apfelbaum, da hängt so viel Zeugs drauf. Da zieht die Äste runter und manchmal bricht einer ab vor lauter Last. Schau, dieser Baum, der hat Kraft, Vermögen zu schaffen. Vermögen besteht für ihn darin, Äpfel wachsen zu lassen. Das ist für ihn natürlich, das ist für ihn nichts Schlimmes, nichts Besonderes. Der kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ach, ich habe so viele Äpfel, nein, ich bin reich an Äpfeln, das ist, und dann schämt er sich oder so, das ist doch Quatsch. So, wenn Gott zu dir sagt, ich habe dir Kraft gegeben, Vermögen zu schaffen, nicht umzuverteilen, sondern zu schaffen, dann ist das eine Hammerverheißung. Gott will, dass du auf einen grünen Zweig kommst. Na, Vermögen ist also nichts Schlechtes, sonst hätte Gott nicht gesagt, ich habe dir Kraft gegeben, Vermögen zu schaffen. Na, ein vollbehängter Apfelbaum ist vermögend. Das ist das natürliche Resultat von Entwicklung und Blüte. Und da brauchst du dir nichts denken. Wenn du also zu etwas kommst, dann ist es wunderbar, dann dank dem Herrn dafür und freu dich dran und lass dir kein schlechtes Gewissen machen. Amen. Schau, wir gehen gleich weiter zum Gleichnis von den Talenten. Das ist ein wichtiges Gleichnis. Wir haben jetzt demnächst Wahlen und es gibt allen Ernstes Leute, die ein neues Gesellschaftssystem einführen wollen, eine neue Art zu wirtschaften einstellen wollen, also einführen wollen. Die soziale Marktwirtschaft und möglicherweise sogar die freiheitliche demokratische Grundordnung ändern wollen. Und viele Christen, die haben da die Stange im Nebel. Deswegen habe ich mir gedacht, muss ich da heute mal, vielleicht noch nächste Woche, über dieses Thema reden. Über das Thema Jesus, Wirtschaft und Geld. Was hat Jesus über diese Dinge gesagt? Er hat was gesagt. Und es hat unsere Gesellschaft geprägt jahrhundertelang. Aber es ist jetzt in Vergessenheit geraten. Jetzt muss jemand kommen, so wie ich, und muss darüber reden. Okay, und wir müssen halt die Geduld aufbringen, uns das anzuhören. Okay, Matthäus Kapitel 25 in Vers 14 geht's los. Da ist das Gleichnis von den Talenten. Ein Talent ist nicht einfach ein Talent, wie wir das heute kennen. Jemand kann schön singen oder schön malen. Sondern ein Talent war damals eine Summe Geldes, und zwar eine große. Ein Haufen Kohle war das. Richtig viel Kohle. Und der eine, also zunächst mal haben wir es zu tun mit einem Herrn. Einem Besitzer. Jemand, dem die Firma gehört. Das spricht also schon mal für Privatbesitz. Und da nimmt er für einmal 5 Talente, gibt die einem Knecht, 2 Talente einem anderen und 1 Talent einem anderen. 3 Leuten, 3 verschiedene Geldsummen. Je nach ihrer Fähigkeit. Von niemandem werden Dinge verlangt, die er nicht kann. Sondern nur Dinge, die er kann. Und du musst dich auch wohlfühlen in dem, was du kannst, in deinem Bereich. Wenn du eine Zweierperson bist, okay, eine Zweitalente-Person bist und keine Fünftalente-Person, dann versöhn dich mit dir selber. Gott hat dich so gemacht. Blick nicht neidisch auf denjenigen, der 5 Talente hat, und blick auch nicht hochmütig auf den, der nur 1 Talent hat. Denn wenn Gott gewollt hätte, hätte er dir auch nur 1 geben können. Amen. So, wir müssen die Leute nebeneinander stehen lassen und anerkennen, okay, ich bin jetzt für meine Talente verantwortlich und nicht für die von jemand anderem.
Wir konzentrieren uns also auf uns. Okay, und dann lässt Jesus diesen Herrn sagen, geht hin und handelt damit. Marktwirtschaft. Schau, wenn Lenin dieses Gleichnis erzählt hätte, dann hätte er gesagt, dieser Großgrund, es war einmal ein Großgrundbesitzer, ein Großbauer, ein Kulak, der hatte viel Geld und seine drei Arbeiter, die haben sich ausgebeutet gefühlt, die haben ihn genommen, hinters Haus geschleift, erschossen, verscharrt und haben dann die 8 Talente genommen und haben sie dem Staat übergeben. Und dann hat die Partei sie verteilt, so wie sie es für richtig ansah. Okay? Aber Lenin hat dieses Gleichnis nicht erzählt. Ja, sondern Jesus hat dieses Gleichnis erzählt. Und Jesus spricht hier ganz offensichtlich von Privatbesitz und von Eigentum. Und dass jemand Talente anvertraut bekommt, mit denen er handeln soll. Handeln, nicht umverteilen. Schau, die sollten jetzt das Geld nicht zusammenwerfen und dann irgendwie einen 5-Jahres-Plan machen und dann schauen, was sie daraus machen und wie das geht und so, sondern die sollten jeder für sich mit seinen Talenten, mit den Dingen, die er anvertraut bekommen hat, handeln. Wie der Einzelne vorgeht, war vollkommen ihm überlassen. Schau, Gott gibt dir in deinem Leben viel, viel Freiheit. Wir wissen natürlich, du bist die Person mit den Talenten. Ich bin die Person mit den Talenten. Und der Herr sagt jetzt, mach was draus. Später wird abgerechnet. Ich komme zurück und dann wird abgerechnet. In der Zwischenzeit kannst du deine Talente einsetzen, wie du das für richtig hältst, wie du Frieden hast. Mach das. Aber auf jeden Fall, mach was draus. Handel damit. Treib Handel. Jesus ist ein Freihändler und kein Nicht-Freihändler. Okay? Übrigens, im 1. Könige Kapitel 5, Vers 5, da ist die Rede vom goldenen Zeitalter unter König Salomo. Wir wissen, der hat so vor Geld und Gold gestunken, die haben nicht mehr aus Silbergefäßen getrunken, sondern nur noch aus Gold. Silber haben sie zur Stadtmauer runtergeworfen, wertloses Zeug, nur noch aus Gold. Also die waren wirklich in einem starken wirtschaftlichen Aufschwung, 40 Jahre lang Wirtschaftsaufschwung, phänomenal. Und es steht geschrieben im 1. Könige Kapitel 5, Vers 5, Israel wohnte in Sicherheit, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Es steht zweimal da. Jeder unter seinem Feigenbaum und jeder unter seinem Weinstock. Und zwar von Nord nach Süd, von Dan im Norden nach Beersheba im Süden. Alle Tage Salomos. Wenn jeder unter seinem Feigenbaum und jeder unter seinem Weinstock saß, dann bedeutet das, die Eigentumsrechte waren geschützt. Eigentum war geschützt. Gott schützt Eigentum. Schau, die Macht, stammt nicht von mir der Satz, die Macht zu besteuern ist die Macht zu zerstören. Okay, das ist ein denkwürdiger Satz für Leute, die für sowas ein Interesse haben. Behaltet einfach mal im Hinterkopf, das stimmt nämlich. Aber wir halten fest, Jesus hat ihnen gesagt, Macht, handelt jeder für sich, mache sein Ding. Und dann kommt nach einiger Zeit der Herr wieder, oder vielleicht lassen wir das anders sagen, Sicherheit. Im 1. Könige Kapitel 5, Vers 5 steht ja auch, sie haben alle Tage, Salomos, in Sicherheit gelebt. In Sicherheit. Sicherheit ist gut. Amen. Schau, die Hauptaufgabe des Staates, der staatlichen Macht, ist nach innen und außen Sicherheit zu gewährleisten. Nach außen durch ein schlagkräftiges Militär und nach innen und durch kluge Bündnispolitik natürlich und nach innen durch eine funktionierende, gerechte Polizei und gerechte Richterschaft und so. Sagen wir jemand Amen. Sicherheit. Die haben sicher gelebt. Die konnten abends in Sicherheit über die Straße gehen, in den großen und kleinen Städten, sogar in Jerusalem, der Hauptstadt. Ist gut. Das sind die genuinen Aufgaben des Staates. Für Sicherheit zu sorgen und Eigentum zu schützen. Ja. Lass das nur mal einsinken. Okay, das ist das, was Jesus sagt. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Ich muss schauen, dass ihr weiterkommt, denn ich habe noch ein paar gute Sachen. Vielleicht muss ich da nächste Woche nicht weiter drüber reden. Deshalb mal auf jeden Fall jetzt mal fest. Okay, und dann im Matthäus 25, dann so ab Vers 20 und so weiter, kommt der Herr zurück und der mit den 5 Talenten sagt, Herr, schau mal, aus den 5 Talenten habe ich nochmal 5 gemacht, ich habe 10 jetzt, ich habe sie verdoppelt, ich habe investiert, habe gemacht und getan, habe sie angelegt,
Wie er das gemacht hat, wissen wir nicht. Vielleicht hat er Handel getrieben, Sachen gekauft und wieder verkauft. Ja? Auf jeden Fall hat er zum Schluss einen Gewinn gemacht. Er hat Gewinn gemacht. Gewinn ist nichts Schlechtes. Der Herr wollte sogar, dass sie Gewinn machen. Geht hin und treibt Handel und macht Gewinn. Das ist die Aufgabe gewesen. Also Gewinn zu machen und Vermögen zu schaffen, ist eine Aufgabe, die Gott den Leuten zugeteilt hat. Und der Herr war begeistert, sagt, prima hast du das gemacht, tritt ein in die Freude deines Herrn. Na, du warst über 5 Talente treu, über Kleines, ich gebe dir jetzt die Vollmacht über 10 Städte. Also viel mehr Vollmacht. Ja, du hast dich bewährt, du wirst jetzt befördert im Reich Gottes, das finde ich gut. Du kannst jetzt mit mehr Besitz umgehen, das ist richtig gut. Ja, du hast bewiesen, dass der Besitz nicht dich hat, sondern dass du den Besitz hast. Denn der Mammon, der ist ein ganz, ganz schrecklicher Herr, aber er ist ein guter Diener, wenn du ihm ordentlich die Knute gibst. Der andere mit seinen 2 Talenten, Herr, ich habe 2 Talente hinzugewonnen. Hey, auf einem niedrigeren Niveau, aber immerhin, hey, der hat alles aus sich herausgeholt. Der hat das verdoppelt, was er da hatte. Der hat genauso viel gemacht und genauso erfolgreich gewirtschaftet, auch 100% dazugewonnen, wie der andere mit seinen 5 Talenten, der halt mehr konnte. Und der kriegt denselben Lohn. Ja, ich gehe ein in die Freude deines Herrn, das ist ja das Schönste. Und dann kriegst du eben Vollmacht über 4 Städte oder 5 oder was es sind. Und dann kommt der eine mit seinem einen Talent. Der hat wahrscheinlich schon ein Neidproblem gehabt, ja, kann ich mir vorstellen. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, der hat 2, der hat 5, ich habe 1, was ist los? Wenn ich 5 hätte, dann könnte ich auch was machen. Wenn ich 2 hätte, ja, dann. Aber mit diesem einen, dann hat er begonnen, dann hat er keine, pass mal auf, dann hat er keine positive Stimmung des Glaubens, hey, der Chef hat mir einen Auftrag gegeben, ich kann das, der sieht was in mir, ich kann das, ich kann was aus dem Talent machen, sondern er macht es anders. Er blickt nicht als einen wohlmeinenden, guten Auftraggeber auf seinen Chef, sondern er betrachtet ihn als einen Ausbeuter, ja, der die anderen nur ausbeutet, der nimmt, wo er nicht gesät hat oder wo er nicht hingelegt hat und erntet, wo er nicht gesät hat, ein Ausbeuter. Merkt er den Unterschied in der Haltung, in dem Blickwinkel dieses Mannes? Die einen haben gesagt, hey, der Chef hat mir Arbeit gegeben, Gott hat mir Talente gegeben, ich mach was draus. Und die anderen, ja, die haben so diese Revolutionsstimmung gehabt, waren ständig schlecht drauf, waren ständig sauer, war gar nicht gut. Und dann kommt er also an mit seinem Talent, schmeißt dem Herrn zu Füßen und sagt, da hast du es wieder. Ich wusste, dass du streng bist und wehe, ich hätte es investiert und hätte was verloren, dann hätte ich die Knute gekriegt. So hast du es jetzt wieder, ich hab's verborgen, denn ich weiß nämlich ganz genau, wie du bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt hast und du endest, wo du nicht gesät hast, so einer bist du, du bist ein elender Ausbeuter. Und was macht der Chef mit so einem, der den Betrieb des Betriebsklimas ständig stört? Was macht der Herr mit jemandem, der das Betriebsklima dauernd schädigt, der ständig die Klappe offen hat und Unzufriedenheit schürt? Was macht der Herr mit so jemandem? Wenn ich der Chef wäre, wisst ihr, was ich mit ihm machen würde? Genau das, was der Chef mit ihm gemacht hat. Er hat ihn rausgeschmissen. Das hat er gemacht. Also du musst bedenken, wenn du immer schlechte Laune verbreitest, weil der Chef so doof ist und die Kollegen so blöd sind, vor allem auch noch, wenn du dann halt nie irgendwo mit den Aufgaben, die du hast, nicht zurechtkommst. Erst recht gib dir Mühe, da nicht zu viel zu lästern, weil in der Krise bist du dann der Erste, den man leider, leider gehen lassen muss. Leider, tut uns sehr leid, aber was will man machen? Die wirtschaftliche Situation, ja, auf Wiederschauen. Und zum Schluss, wenn du dann raus bist, sind alle froh, dass du weg bist. Wir haben wieder eine bessere Stimmung in der Firma. So sei also du nicht derjenige, der hier die Stimmung verdirbt. Habe eine positive Haltung des Glaubens. Sag, das ist mein Job. Tu nicht innerlich kündigen, sondern stütz dich in der Arbeit. Du sagst, ja, aber du kennst meinen Chef nicht. Ich kenne deinen Chef. Ich kenne deinen Chef. Dein Chef, schau, wenn du es richtig machst, pass mal auf. Wenn du es richtig machst, wenn du im Glauben bleibst, wenn du den Geist des Glaubens behältst und sagst, hey, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, auch aus der Sklaverei und der Knechtschaft meines Jobs. Herr, du hast was für mich. Im Hintergrund ziehst du schon die Strippen und machst irgendwie was und führst mich mit Leuten zusammen, die mich mehr wertschätzen als jetzt, wenn du wirklich zu kurz kommst auf deine Arbeit. Herr, du bringst mich in Verbindung mit Leuten, die mich brauchen können. Wenn du diese Haltung behältst, ja, eine positive Glaubenshaltung behältst, dann passiert es auch. Aber wenn du so bist wie der mit dem einen Talent, dann passiert es nicht. Und dann schmeißen sie dich raus, dann fühlst du dich ausgebeutet und schließt dich einer radikalen Partei an.
Okay. Schau, bevor das Bärenfell verteilt werden kann, muss der Bär erst erlegt werden, richtig? Muss erst das Geld erwirtschaftet werden, bevor man es dann umverteilen kann und austeilen kann. Es gibt ein bekanntes Buch, das viele Soziologen kennen, das heißt Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Hat ein Mann namens Max Weber geschrieben. Ich habe das auch daheim, habe das mal gelesen. Und der kam drauf, der hat also die Gesellschaftsformen, was weiß ich, hier und da und dort analysiert und hat nachgeschaut, warum bestimmte Länder, bestimmte Staaten, bestimmte Kulturen eine Tendenz haben, wie fast von selber reich zu werden und wohlhabend zu werden, während andere Jahr um Jahr und Jahrhundert um Jahrhundert im Elend vor sich hin vegetieren. Woran liegt das? Und er hat festgestellt, dort, wo man das Wort Gottes ernst nimmt, dort, wo man an die Bibel glaubt und an die Sachen, die ich euch heute Abend jetzt predigen tue, dort haben die Leute eine Neigung, ihre Talente, also eine Verpflichtung, die fühlen eine Verpflichtung, was aus ihren Talenten zu machen. In anderen Worten, wenn Gott zu ihnen sagt, im 5. Mose Kapitel 8, Vers 18, ich habe dir Kraft gegeben, Vermögen zu schaffen, dann haben die ein schlechtes Gewissen, wenn sie kein Vermögen schaffen, wenn sich da nichts tut, wenn sie nicht langsam, aber sicher irgendwie zu was kommen. Die fühlen sich dann schlecht, die denken sich, sie haben irgendwie ein Problem. Und so investieren die also Zeit und Energie in Arbeit, die andere nicht investieren. Andere denken vor allem an Freizeit und an Urlaub und was sie da alles gern tun. Und andere, die denken an Arbeit und was sie da gern tun würden und wie man den Leuten weiterhelfen könnte mit einem guten Produkt, mit einer Dienstleistung. Und er hat eben festgestellt, das passiert nur in den Ländern, in denen das Wort Gottes ernst genommen wird. Ja? Für voll genommen wird und ernst genommen wird. Die tendieren automatisch in Richtung Wohlstand, kann man gar nicht verhindern. Und die Länder, die diese Länder nachmachen, die auch. Ja, es ist so. Die Holländer zum Beispiel, ich war früher in Holland, zu meiner Drogenzeit noch, weil in Holland, das war das Eldorado der Drogenfuzzis, ja. Und so saßen wir also auch in Holland rum und waren bekifft. Und was mir aufgefallen ist, wenn man das so durch Amsterdam schlappt, ja, fällt einem aus, so durch einen Vorhang der Haare hindurch, dass die alle keinen Vorhang vor den Fenstern haben. Denn du kannst direkt ins Wohnzimmer reinschauen. Du siehst dann, du schaust denen beim Fernsehschauen zu oder beim Essen oder was sie halt sonst machen. Ich habe mir gedacht, hey, was haben denn die? Das geht auf diese Schriftstellen zurück. Die wollen, dass du ihnen zuschaust beim Leben. Sie haben ein reines Leben, sie haben ein gutes Gewissen, sie machen nichts Schlechtes und sie sind vor allem mit produktiver Tätigkeit beschäftigt. Wir haben nichts zu verbergen. Schaut ruhig rein, alle Leute von draußen. So sind die. Also das muss man mögen. Meins wäre das jetzt auch nicht. Ja? Ich bin eine eher private Person. Na, ich will mir da nicht unbedingt reinschauen lassen in das, was ich gerade mache. Was geht denn das euch an, meine Güte? Aber bei denen ist es anders. Das hat die Kultur so ausgeprägt. Und warum? Weil die Bibel ernst genommen haben seinerzeit. Das ganze Weltreich ist jetzt so entstanden. Okay, gut. Weiß noch jemand, wann ich angefangen habe? Ein Ding haben wir noch. Wir haben noch eins. Eins haben wir noch. Okay, also diese protestantische Ethik, die hat den Geist des Kapitalismus hervorgebracht. Kapitalismus jetzt nicht im Sinn von Ausbeuterei, sondern im Sinn von, ich mache was aus den Talenten, die Gott mir gegeben hat. Natürlich ist Jesus gegen Ausbeutung. Hallo. Also, das muss ich nicht extra sagen, ja. Okay, wisst ihr was, ihr Lieben, wir machen jetzt doch hier Schluss. Und ich mache nächste Woche weiter, dann können wir nämlich heute pünktlich Schluss machen und wir fangen an mit dem Gebet. Ist das in Ordnung? Weil das dauert jetzt doch noch ein bisschen länger und dem Ganzen werden wir nicht gerecht. Ich komme nächste Woche noch einmal und sage noch ein bisschen was drüber, über Jesus, Wirtschaft und Geld. Und mir ist im Klaren, dass das nicht jedem total anspricht, aber ich halte es für fundamental wichtig, dass wir als Christen hier wissen, was die Bibel dazu sagt, was Jesus dazu sagt. Amen. Okay, damit wir dann entsprechend glauben können und auch auf einen grünen Zweig kommen können, weil der Herr wünscht sich das von uns. Amen. Okay, für heute halten wir auf jeden Fall mal fest. Wir müssen eine Synthese betreiben aus These und Antithese. Wenn Jesus sagt, gib jedem, der dich bittet, und andererseits sagt, lass dich nicht ausrauben, wehr dich, wenn man dich ausrauben will, dann müssen wir die beiden Verse zusammentun und müssen sagen, ja gut, es gibt Situationen, in denen wir gebefreudig sind und es gibt Situationen, in denen wir uns verteidigen.
Es gibt Situationen, in denen wir deeskalieren und uns watschen lassen. Und es gibt andererseits Situationen, in denen wir uns wehren. Na, wenn der Dieb kommt. Hallo. Na? Amen. Okay, und jetzt beten wir noch. Wir beten heute Abend. Wir beten für Erweckung in unserer Zeit. Und dass uns die Freiheit und auch die wirtschaftliche Freiheit erhalten bleiben möge. Und dass wir nicht wieder in ein planwirtschaftlich-sozialistisches Experiment abdriften und wieder pleite gehen und wieder aus den Ruinen auferstehen müssen. Das wollen wir nicht. Amen. Sondern wir wollen, dass wir in Ruhe und in Frieden leben können, den Wohlstand mehren können und evangelisieren können. Amen. So, Herr, du hörst unser Anliegen. Vater, wir bitten dich, dass du uns die freiheitlich-demokratische Grundordnung erhältst, Vater, und ein freiheitliches Wirtschaftssystem erhältst, Vater, das sich auf biblische Prinzipien gründet. Vater, wir bitten dich um eine Erneuerung in unserem Land, in unserem Staat, in unserem, im Denken der Menschen, Herr. Und Vater, weil wir nicht wissen, wie wir dafür im Verstand groß beten sollen, beten wir heute Abend noch in Sprachen für dieses Anliegen, Herr. In Jesu Namen. Amen.